Also wer schon mal bei der Kinderuni war, der kennt das ja schon. Ne? So einen mitleidigen Applaus, das geht gar nicht. Also wenn ich jetzt gleich auf die Bühne komme, ich komme nochmal ganz frisch rein. Ne? Und dann gibt es hier so einen donnernden Applaus. Wir probieren das nochmal. Mit Füßen. Ja, herzlich willkommen, liebe Teilnehmende, Eltern, Freunde, Verwandtschaft, hier zur Präsentation Atlantis, eine, muss ich ablesen, interdisziplinäre Kunstexpedition. Ja, also ich freue mich total, hier stehen zu können, euch jetzt die Projektergebnisse präsentieren zu können. Und das war ja nicht so ein richtig einfaches und doch sehr kompliziertes und undurchsichtiges Thema. Globalisierung und dann die damit verbundene unterschiedlich kulturellen Strömungen, die da aufeinandertreffen. Aber wir wären nicht die Kreativwerkstatt, wenn wir das nicht geschafft hätten, wenn wir das nicht gemeistert hätten und mit verschiedenen Kulturtechniken und verschiedenen künstlerischen und kreativen Ansätzen haben wir, glaube ich, das Thema ganz gut geknackt. Ja, und was dabei rauskommt, das präsentieren wir jetzt. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja! Also dann fassen wir das Thema Globalisierung jetzt mal bei der Jeans an. Weltenbummler Jeans, ganz viel Spaß mit der Gärtner Kinderuni und dem langen Weg der Jeans. Also, eine typische Jeans ist blau und wird aus verschiedenen Zutaten hergestellt. Aus Baumwolle, blauer Farbe, Nähgarn, Reißverschluss, Nieten, dem Markenlabel und dem Schnittmuster. Diese verschiedenen Zutaten werden in vielen Ländern der Erde hergestellt. Wir verfolgen die Reise unserer Jeans und als erster wird Jakob euch etwas zum Baumwollanbau erzählen. Baumwolle wird am meisten in China, Indien und in den Südstaaten von Nordamerika angebaut. Die weißen Felder, die ihr hier auf der Karte seht, symbolisieren die wichtigsten Baumwollanbaugebiete. Eine Baumwollpflanze besteht aus braunen Samen, gelben oder weißen Blüten sowie der gelben Fruchtkapsel und den weißen Samenfasern. Jeanshosen haben, wenn sie bei uns im Laden verkauft werden, bereits eine lange Reise hinter sich. Das hat etwas mit der Globalisierung zu tun. Das Wort Globalisierung habt ihr sicher schon einmal gehört. Globalisierung bedeutet, dass Sachen, die ihr bei uns in Herken kaufen könnt, in anderen Ländern produziert oder hergestellt wurden. Lasse und ich haben anhand einer Landkarte die Kilometer einmal zusammengerechnet. Das sind ungefähr 63.000 Kilometer. Stimmt fast. Insgesamt sind es 64.000 Kilometer. Von der Ernte in Kasachstan bis zur Endstation der Jeans in Afrika. Die Angestellten arbeiten für 10 bis 18 Stunden. Sie werden außerdem unterbezahlt. Das bedeutet, dass sie für ihre harte Arbeit sehr wenig Geld bekommen. Teilweise verdienen sie weniger als 1,38 Euro in der Stunde. Diese Arbeitsbedingungen verletzen aus unserer Sicht die Menschenrechte. Oft werden die Jeans mit Bleichmitteln besprüht. Manchmal macht man auch mit einem Schleifer graue Stellen oder Löcher in die Hose. Bei einer anderen Technik, die man Sandstrahl nennt, wird der Stoff mit hohem Druck mit Sand abgestrahlt, damit er an einigen Stellen heller oder dunkler aussieht. Diese Arbeit machen oft junge Männer, die dabei keine Schutzkleidung tragen. Sie atmen dabei schädliche Stäube ein. Da kannst du dir ja vorstellen, dass das nicht gesund ist. Ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr ungesund. Die Männer können davon eine Lungenkrankheit bekommen, die man Silikose nennt. Ach, guck mal, ich habe mir eine schöne neue Jeans gekauft und die war billig. Wow, wie viel hat sie denn gekostet? Irgendwie 15 Euro oder so. Ja, die Jeans hier in Deutschland sind echt billig, aber das ist auch ein Problem. Ja, das stimmt, denn die Arbeiter und Arbeiterinnen bekommen wirklich wenig Geld für ihre harte Arbeit. Das ist wirklich gemein. Und außerdem müssen sie oft ziemlich schlechte Arbeitsbedingungen akzeptieren. Und selbst Kinder müssen arbeiten unter diesen schlechten Arbeitsbedingungen. Eine gruselige Vorstellung. Stell dir vor, du müsstest als Kind in einer Fabrik arbeiten. Naja, dann könnte ich ja nicht mehr zur Schule gehen und gar nichts aus meinem Leben machen. Damit der Farbstoff nicht beim ersten Mal waschen wieder herausgeht, muss noch ein zweiter Stoff hinzugefügt werden. Früher nahm man dafür Urin. Urin? Muss das nicht super gestunken haben? Ja, das hat's.
Am Sonntag mussten alle Arbeiter in einen großen Bottich pinkeln. Dann ließ man den Weißurinbrühe in der Sonne gehen. Das muss ziemlich schlimm gestunken haben. Ich nehme jetzt mit meiner Pinzette dieses weiße Bündel Garn. Ich tauche es ein. Ich lasse es jetzt erstmal ein bisschen hier drin. Rühre es um. Ihr seht, dass es noch orange ist. Und jetzt wasche ich es nochmal aus. Hier sieht man schon die blaue Farbe. Die Pflanzenschutzmittel werden bei Regen abgewaschen. Sie kann in den Boden und gelangen in das Grundwasser. Das ist für die Menschen, Tiere und Pflanzen, die von dem Wasser trinken, nicht gesund. Manche werden davon krank oder sterben sogar. Es gibt verschiedene Organisationen, die so etwas prüfen. Und wenn möglichst viele dieser Kriterien erfüllt werden, kriegt man ein sogenanntes Abzeichen. Und hier seht ihr ein paar solcher Siegel. Dahinter stehen viele verschiedene Organisationen. Zum Beispiel geht es zum einen um die Menschen, die an der Herstellung der Jeans beteiligt sind. Sie müssen gut bezahlt werden und nicht mit gesundheitsschädlichen Stoffen arbeiten. Wenn die Jeans schon eine Weltreise macht, dann sollten alle, die sie in der Hand hatten, was davon haben. Das war es von uns zu dem Thema Weltenbummler Jeans. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid jetzt wie wir auch ein bisschen mehr informiert über die lange Reise der Jeans. Wir bedanken uns bei allen unseren Referenten für die tolle Unterstützung. In dem Workshop waren ja 8 Kinder und 5 davon haben den Kompetenznachweis Kultur während ihrer richtig schweren Arbeit auch noch nebenher gemacht. Und diesen 5 möchte ich jetzt den Kompetenznachweis übergeben. Die anderen hätten ihn sicherlich auch toll gemacht, aber beim Kompetenznachweis Kultur ist es so, man muss ein bestimmtes Alter erreicht haben. Also einmal an Maria. Und einmal an Ella. Der Nachweis geht an Frieda. Es geht an Lasse. Und einmal ganz zum Schluss an Jan. Und die Brigitte Suhrmann kommt jetzt mit München. Robin, Niklas, Lukas und Malte. Die 4 sind die Trickfilmer. Und ich finde mal, wenn man sich so einen Trickfilm anguckt, wir haben ja hier so eine Art Preview, dann könnt ihr ruhig vorne in der Loge Platz nehmen. Dann könnt ihr von hier gucken, weil ich will euch ja hinterher auch noch befragen. Die beiden? Sind die etwa schuld an dem Chaos? Was war deine Idee? Also das war mit den Chinesen und mit dem Berg Reis. Und ja, also ich musste ein bisschen umändern auch noch. Aber dann lief es halt. Also der Sack Reis, der ist ja ins Flugzeug gekommen, ne? Ja, also der Chinesen hat ihn ja reingeworfen und der ist dann im Flug rausgeflogen. Also, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Alles, was wir gesehen haben, das müsst ihr richtig ausschnipseln.
Also mit dem Skalpell, sag mal, welche Instrumente hattet ihr dabei? Schere, Skalpell, Kleber, Stifte, Pinzette, du hast alles. Dir macht das richtig Spaß? Ja. Fandet ihr das witzig? Ja. Also hier in dem Workshop waren auch wieder waren vier Teilnehmende und alle vier haben eine Kompetenz nach Weißkultur gemacht. Der erste geht an den Niklas Kaczmarek, der zweite geht an Robin Kaczmarek. Dann haben wir noch Malte Lechtenböhmer. Und heute nicht dabei ist Lukas Hane, das war der mit dem Ballermann Imbiss. Ne? An die Szene könnt ihr euch auch erinnern. Märchen! Und zwar hat es ein wunderbares Projekt gegeben. Eine Schulklasse hat sich mit dem Thema Märchen beschäftigt. Und in der Beschäftigung mit dem Thema Märchen, da haben sie über Helden nachgedacht, über sich selber, über Glück und über Pech. Unglück, tolle Erlebnisse, Abenteuer. Normalerweise heißt es im Märchen wie? Es war einmal. Jetzt sind wir jetzt gespannt, wie euer Märchen anfängt. Licht macht Leben. Im fernen Land war nichts mehr, wie es war. Seit Monaten schon lebten die Bürger in tiefer Dunkelheit. Mit dem Tag, an dem ihre Königin verschwand, verschwand auch die Sonne. Der Sauerstoffgehalt der Luft neigt sich dem Ende, die Tiere des Waldes wären schon längst geflüchtet. Die Gruppe des Roten Mönche, Rat des Königs, wären sehr besorgt. Die beiden schienen ebenfalls ratlos. So hatten sie auf einer ihrer viele Reisen schon einmal etwas über den Papst der Genomen gehört. Die Reise war sehr beschwerlich. Kilometer um Kilometer ritten sie durch die Finsternis, als plötzlich... Was passierte plötzlich? Aber sie haben das in dem Projekt selbst erarbeitet, selbst geschrieben, die Rollen selbst ausgearbeitet und auch diesen Text geschrieben und wollten eigentlich den Teilnehmenden hier sagen, bitte denkt euch doch ein schönes Ende für dieses Märchen aus. Wie sollte es denn ausgehen? Jeder sollte vielleicht eine Fantasie entwickeln. Wo soll das Licht wieder zurückkommen in dieses ferne Land? Erstmal bekommt die Alexandra Klaser jetzt den Kompetenzbereich. Der André Brettauer. Cecilia Mara Rodriguez-Hinz. Wir kennen die dann. Ganz herzlichen Glückwunsch. Clarissa Nisius. Und alle anderen erhalten wir natürlich auch von uns. Und ich finde das total klasse, dass wir gemeinsam dieses Projekt machen konnten mit unseren Schulabschlusslehrgängen. Und ich hoffe, dass alle dann jetzt auch im Sommer den Schulabschluss erreichen. Die vierte Reise war Atlantis, Tempel, Turm und Wolkenkratzer. Ihr seid vom städtischen Gymnasium Herten. Und wenn ich das richtig gelernt und gemerkt habe, seid ihr aus der 9B. Richtig. Und Sie sind die Lehrerin? Die Kunstlehrerin. Ich habe ein Haus gebaut zum Thema Orient. Also ganz am Anfang hatten wir meistens eigentlich ganz andere Vorstellungen als das, was jetzt rauskam. Also ich wollte eigentlich am Anfang so was ganz Modernes bauen, so mit Glasbauten. Aber aus verschiedenen Gründen habe ich dann halt eben umentschieden, einfach auch so, weil das ein bisschen kompliziert war, das alles so mit Glas oder so zu machen. Ja, und deswegen, also man hat schon gemerkt, dass das, was am Anfang so vorgesehen war, sich dann geändert hat. So, die Fotografen melden zurück. Ist alles schön? Wunderbar. Und alle anderen positionieren sich hier um diese Modelle. Es gibt also direkt auf dem direkten Weg zur Toilette Modelle, es gibt hier in der Mitte Modelle, es gibt linke Hand Modelle. Wir haben das sehr offen gelassen, weil die Schülerinnen und Schüler auch selbst was entwickeln sollten und auch ja, so forschen sollten, also im Internet. Sie haben sich aber im Vorfeld auch mit Architektur in der Geschichte, also von der Menschheit auch befasst
und im Grunde von der Megalithkultur bis zum Hochhaus. Und daraus haben sie dann am Ende was entwickelt. Ja, also das ist mein Haus. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil Herr Heinz hat mir einfach nur ein rechteckiges Lineal in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich sollte rechteckige, also schön gerade alles machen. Und ich hatte dann zufällig zwei in der Hand und dann habe ich irgendwie so geformt, dass ich ein Haus hatte, was also so Luftlöcher hat, und habe es dann auch umgesetzt mit der Hilfe der Lehrer und habe mich dann auch weiterentwickelt. Den sollten wir dann im Internet suchen, und der macht solche Bauten wie schräge Würfel aufeinandergesetzt, so dass es ein Hochhaus ergibt. Und so haben wir dann uns das Beispiel genommen. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns ganz herzlich bei der Kreativwerkstatt hier in Herbig, bei Thomas Buchenau, bei allen fleißigen Eltern, dem Ton und der Technik haben wir schon gedankt. Wir bedanken uns bei den Eltern, die gekommen sind und die Kinder in Möglichkeit gebracht haben. Danke für das Engagement von allen. Danke an die Küche, die uns gleich bewirten wird. Wir wünschen Ihnen alles Liebe und wie der Thomas Buchenau sagt, erzählen Sie Gutes. Aber sagen Sie ruhig allen, hier kann man tolle Kompetenzen erlernen, tolle Sachen lernen und viel Spaß haben. Herzlichen Dank.